Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Episode. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt immer schön sportlich fair in den Kommentaren. Das Auftaktspiel Frankfurt gegen Augsburg wird gleich losgehen. Und ansonsten, danke fürs Reinschalten, viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's eben mit der Freitagabendpartie. Frankfurt sicherte sich spät einen Punkt gegen Fortuna Düsseldorf. Der FC Augsburg hingegen zog mit dem 2:1-Sieg gegen Bremen sogar an den Frankfurtern in der Tabelle vorbei. Am Freitagabend eröffneten diese beiden Mannschaften die Partie und die in weiß gekleideten Frankfurter lieferten hier den besseren Start ab. Gibril so zu Sebastian Rode. Der erste Abschluss nach knapp 10 Spielminuten ging dann aber noch recht deutlich am Kasten vorbei von Andi Lute, der nach wie vor den erkrankten Kubek vertrat. Wir befinden uns noch in der Anfangsviertelstunde. Frankfurt weiterhin besser. Kamada sichert den Ball hier in der Partie und dann ist es ein richtig guter Abschluss von Sebastian Rode, der aber auch gut pariert wird. Lute ist schnell genug unten. Raube Leo wird noch getunnelt und dann ist der Ball nicht platziert genug. Doch Frankfurt lieferte hier nach wie vor einen sauberen Auftritt ab. Von den Fuggerstädtern bis dato nach vorne nichts zu sehen, jetzt sie mit dem ersten Angriffsversuch. Niederlechner hat das gute Auge für Marco Richter, der da relativ frei ist und in der 24. Minute auch zusticht. 1:0 für die Gäste, das war doch etwas überraschend. Marco Richter, der in der Vorsaison genau bei dieser Partie hier in dieser Commerzbank Arena der Matchwinner war, zieht hier wieder mit der Führung alle Register. Doch Frankfurt ließ sich davon nicht beeindrucken. Kamada aus knapp 16 Metern, wieder ein guter Versuch. Es war schon ein deutlich besserer Auftritt als noch zuletzt gegen Fortuna Düsseldorf, was die Gastgeber hier ablieferten, aber sie lagen eben zurück, weil auch er, Andreas Lute, gut ablieferte. So ging es erstmal in die Pause. Das war etwas enttäuschend aus Frankfurter Sicht. Doch sie hatten auf der anderen Seite ja noch genug Zeit, das zu korrigieren. Und die Chancen, sie waren ja da. Rode mit dem Ball auf Philipp Kostic. Den nimmt er überragend mit und André Silva macht es fantastisch. 48. Spielminute, Ausgleich. Peer Seidfalls hier. Wunderbar gemacht. Da zeigt er mal, was er abliefern kann, wenn er wirklich bei 100% ist. Das möchte man gerne noch häufiger sehen. Der FCA aber nun mit der passenden Antwort. Keine Stunde gespielt, der FCA wieder in Führung. Florian Niederlechner haut den Ball rauf. Der passt unten links perfekt. Kevin Trapp kommt da nicht ran und das Ausgleichstor schon wieder wertlos geworden. Nur noch eine Viertelstunde auf der Uhr. Eintracht Frankfurt wollte zumindest den Punkt holen und auch das wäre schon enttäuschend. Man würde nicht an Augsburg wieder vorbeiziehen. Schändler mit der Flanke, Gibril so am ersten Pfosten. Doch zu wenig. Blitzt hier einmal auf, der geht doch recht deutlich dann nur ans Außennetz. Schlussphase, die Nachspielzeit lief bereits. Nochmal der FCA, Khedira mit dieser Flanke, die wird länger und länger. Doppelpack Niederlechner, 90. plus 2, es war alles vorbei. 1:3 geht diese Partie hier zu Ende. Augsburg machte die Möglichkeiten, die sie hatten, eiskalt rein. Bei Eintracht Frankfurt haperte es an der Chancenverwertung und so verliert man dann eben den Auftakt in den 21. Spieltag. Am Samstagnachmittag empfing der VfL Wolfsburg die Fortuna aus Düsseldorf. Uwe Rösler konnte mit seiner Mannschaft fast den Dreier einfahren gegen Frankfurt, musste sich in letzter Minute aber noch den Ausgleich gefallen lassen. Der VfL Wolfsburg konnte Gewinn gegen den SC Paderborn mit 4:2. Hier hatten sie die gute erste Möglichkeit durch Xaver Schlager, der hier direkt mal Kastenmeier testet. Der hat aber eine durchaus gute Reaktion und fischt den Ball hier noch raus.
Düsseldorf machte aber auch offensiv von sich bemerkbar. Erik Tommy zu Nana Ampoma. Gut freigespielt. Dennoch etwas zu leicht. Aber auf dem Papier stand die Führung. 31. Minute. Fortuna Düsseldorf war in Front. Castells berührt den Ball noch, aber nicht mehr entscheidend. Wieder Castells jetzt hier im Mittelpunkt. Was ist das für ein katastrophaler Fehler? Tommy zu Kovnatski. Den Lufter ganz überlegt rein. 42. Spielminute. 0:2. Aber Castells darf sich sowas logischerweise nicht erlauben. Weiß er dann auch spätestens, als der Ball hier einschlägt. So ging es dann mit dem Nackenschlag in die Pause. 0:2. Aus Wolfsburger Sicht eine halbe Katastrophe. Man muss unbedingt gewinnen, um oben dran zu bleiben an den Europa League Plätzen. So wird es auf jeden Fall nichts. Doch jetzt zeigen sie eine andere Leistung. Roussillon mit der Flanke. Schlager trifft nur das Aluminium. Szene noch nicht vorbei. Schlager zu Giavogi. Kastenmeier richtig, richtig gut. Das war ein toller Abschluss. Aber eine umso bessere Parade. Weiterhin 0:2. Doch der VfL drückte jetzt. Und zwar so richtig. Maximilian Arnold. Xaver Schlager zu Admir Mehmedi. Und da war er. Der wichtige Anschlusstreffer. 54. Spielminute. Noch genug Zeit, um mehr draus zu machen. Die Norddeutschen wieder mitten im Spiel. Und es ging gut weiter. Mehmedi zu Xaver Schlager, der immer wieder im Mittelpunkt. Xaver Schlager zu Mehmedi. So schnell kann es dann gehen. 2:2, 57. Minute. Keiner fühlt sich dem Schweizer so richtig zugeordnet. Jetzt war es ein richtiges Spektakel. Maximilian Arnold, wieder Schlager und natürlich wieder Mehmedi. Hattrick und zwar lupenreine Art. 65. Spielminute, das 3:2 für den VfL Wolfsburg. Düsseldorf ließ sich hier komplett die Butter vom Brot nehmen. Und stand jetzt, würden sie mit leeren Händen nach Hause fahren. Doch dann kam sie nochmal. Ampoma! Castells macht seinen Fehler wieder wett. Kratzt diesen angelupften Kopfball raus. Der hätte gepasst. Muss er aber auch halten. Nur wenige Minuten später die Gäste jetzt richtig on fire. Ebenso wie der VfL Wolfsburg. Es war wirklich verrückt, was hier geschah. 78. Minute. Nana Ampoma mit dem Doppelpack. 3:3. Nun wieder die moralisch bessere Ausgangslage für die Gäste. Konnten die Gastgeber darauf nochmal antworten. Maximilian Arnold, Giavogi, Mehmedi und dann Ayhan, der auf Nummer sicher geht. Aus diesem Eckstoß resultierte nichts, doch es war immer noch nicht vorbei. Nachspielzeit. Weiter Schlag von den Wolfsburgern, der kommt aber direkt wieder zurück. Und Stöger hat das Auge für Nana Ampoma und der haut das Ding in den Knick. 94. Spielminute, 4:3 für Fortuna Düsseldorf. Was Mehmedi kann, kann Ampoma schon lange. Mit diesem Last-Minute-Treffer sichern sich die Düsseldorfer den ersten Sieg im zweiten Spiel unter Uwe Rösler. Und das macht doch auf jeden Fall Hoffnung. Hertha BSC konnte nicht wirklich attraktiv spielen beim Punktgewinn letzte Woche Freitag gegen den FC Schalke 04. Doch Mainz hatte gar nichts zu holen beim 1:3 gegen die Bayern. Da waren sie haushoch unterlegen. Hier brauchte die Partie, um anzulaufen. Dann ist es Barrero mit dem ersten kleinen Anzeichen einer Offensivaktion. Dieser Pass zurück, dieser Halbschuss ist nicht wirklich gefährlich für Rune Jahrstein. Doch die Mainzer probierten es zumindest nach vorne zu spielen. Die Hertha hatte wieder Züge vom Spiel gegen den FC Schalke 04, nur dass sie diesmal auch in der Defensive nicht ganz kompakt standen. Danny Latzer mit dem Kopfball an den Außenpfosten. Die zwei größten Highlights des ersten Durchgangs gehörten hier
den Gästen. So ging es folgerichtig mit 0:0 in die Pause, etwas glücklich für die Hertha, doch Mainz hatte auch nicht so viel zu bieten, doch für einen Auswärtsauftritt, wie gesagt, war das Ganze alles in allem durchaus vertretbar. Nun die Hertha mit besseren Aktionen, die erste Flanke kann Zentner noch runterfischen, sonst wäre da wohl Dilrosun zum Einköpfen bereit gewesen. Nun erstmal wieder der FSV Mainz 05. Baku Barrero. Lazar auf Boetius. Sehenswerter Abschluss, aber nicht perfekt genug. Dreht er zwar gut an, aber nicht ausreichend. Es wurde jetzt besser im zweiten Durchgang, weil die Hertha sich auch nach vorne bemühte. Gojic zu Dilrosun, der nimmt da Mittelstädt mit. Ganz einfach wird der Ball hier durchgespielt. Grujic zu Sjelbred. 68. Minute. Die Führung für den Berliner Sportclub. Weil bei Mainz die Zuordnung nicht stimmt. Zentner ist dann alleine gelassen. Baku kommt da einige Schritte zu spät. Wieder die Hertha. Sjelbred, 78. Minute. Mainz konnte sich nicht so recht erholen von diesem Rückstand. Sie ließen nach vorne dann alles vermissen. Aber gegen Hertha möchte man auch nicht zurückliegen. Dann geht nach vorne so gut wie gar nichts mehr. Ein letzter Angriff rollte noch. Askar Siba zu Dodi Luke Bakio. In der 87. Minute machte er dann alles klar. Wischte alle Sorgen weg, die Jürgen Klinsmann noch gehabt haben könnte. Und sichert damit der Hertha den Heimsieg. 2:0 gegen Mainz auf einem mittleren Bundesliga-Niveau gegen dieses hier vonstatten. Die Hertha wird sich aber freuen. Der SV Werder Bremen rutscht immer weiter in den Abstiegsstrudel hinein. Sie müssen mal punkten, bevor es dann irgendwann vielleicht sogar schon zu spät ist. Union Berlin muss auch immer mit einem halben Auge nach unten schauen. Alles in allem sieht es aber gut aus in der Tabelle. Dennoch hatte der SV Werder Bremen hier erstmal ein bisschen mehr zu bieten. Dritte Spielminute, Yuya Osako mit dem ersten Versuch. Wir befinden uns weiterhin in der frühen Anfangsphase. Woltemade zu Rashica, da ist Yuya Osako. Und plötzlich stand es 1:0. Sechste Minute, der SV Werder Bremen mit dem frühen Führungstreffer. Hinein ins Glück, vorbei an Rafa Gierkiewicz. Das sorgte hier erstmal für Erleichterung. Doch der erste FC Union Berlin ist auf Rückstände immer eingestellt, kann damit gut umgehen. So auch hier, Andrich scheitert aber an Pavlenka. Guter Doppelpass, der hier gespielt wird. Doch Pavlenka fährt da den Fuß aus, kann den Ball parieren. Dennoch wäre da der Ausgleichstreffer schon denkbar gewesen. Halbe Stunde jetzt von der Uhr, dann wieder mal der SV Werder Bremen. Nuri Sahin testet da Gikiewicz. Der bekommt etwas zu viel Zug in die Mitte des Kastens, somit kann der Berliner Schlussmann den entschärfen. Es ging mit dem 1:0 in die Pause. Yuya Osako hatte den Treffer erzielt nach 6 Spielminuten. Und wenn es am Ende ein 1:0 sein sollte, dann nehmen die Bremer das gerne mit. Gegen Union Berlin ist das allemal in Ordnung. Stunde gespielt. Nun wieder Union im Ballbesitz. Aber guter Druck, der von Moisander hier erzeugt wird. Leonardo Bittencourt legt in die Mitte ab. Rashica nochmal rüber. Maximilian Eggestein, der es hier machen muss, kommt da ziemlich zentral aus kurzer Distanz zum Abschluss. Gikiewicz ist aber auf der Höhe. Subotic klärt das Ganze dann. Nur wenige Augenblicke später. Wieder eine Chance. Und wieder eine Parade von Gikiewicz. An dem konnten sie verzweifeln, die Bremer. Und von dem schöpften die Berliner Hoffnung. Denn er hielt hier einzig und allein die Gäste noch im Spiel.
Doch es kam auch weiter nichts von den Gästen. Schlussphase bereits angebrochen. Osako. Ein letztes Mal, dass sich Gikiewicz auszeichnen konnte. Am Ende wurde es nichts mehr mit dem Punktgewinn für Union Berlin. Und der SV Werder Bremen kann also doch noch zu Hause gewinnen. Holt sich hier das 1:0. Das ist absolut verdient. Die zweite Halbzeit war auch durchaus ansehnlich. Und somit haben sie neue Hoffnung im Abstiegskampf. Der SC Freiburg fand in das Fußballjahr 2020 noch nicht ganz so gut hinein. Hoffenheim spielt weiterhin sehr wechselhaft. Jetzt schlugen sie mal zur Abwechslung Bayer 04 Leverkusen. Sie hatten hier die erste richtig gute Möglichkeit. Alexander Schwolo muss sich auszeichnen. 9. Minute. Guter Auftritt der Schreuder-Elf hier zu Beginn im sonnigen Breisgau. Und die Gäste machten weiter. Der anschließende Eckstoß von der linken Seite. Getreten Querschläger. Der landet auf dem Kopf von Posch. Der im Rückfallen den gar nicht so schlecht in Richtung des Gehäuses bringt. Doch wirklich gefährlich wurde es letzten Endes nicht. Über eine halbe Stunde gespielt. Wir warten weiterhin auf die erste Möglichkeit des SC Freiburg. Stattdessen aber Kramaric mit dem nächsten Ausrufezeichen der Kraichgauer. Wieder so ein Querschläger im eigenen 16er. Hoffenheim hatte die drückende Überlegenheit. 42. Minute, wieder so ein Eckball. Da ist Munas Dabur und jetzt war der Treffer da. Der hochverdiente für die Gäste. 42. Minute, der Neuzugang trifft, steht am ersten Pfosten genau richtig und köpft das Ding ein. Nach 45 Minuten stand es dann hochverdient 0:1. Es hätte auch schon höher stehen können. Freiburg etwas glücklich, aber mit diesem Auftritt konnte Christian Streich natürlich überhaupt nicht zufrieden sein. Es änderte sich nichts, zunächst erstmal aber nichts, weiterhin nur die Gäste. Baumgartner mit der Hacke zu Kramaric. Das 2:0 lag weiterhin in der Luft, doch hier rettet das Aluminium für die Gastgeber. Viel Glück in dieser Situation. Weiterhin nur die blauen Gäste. Kader Rabeck, Christoph Baumgartner und jetzt war das 2:0 endlich da. 54. Spielminute. Die Freiburger bereiteten einem hier dann doch schon etwas Kopfzerbrechen, was alles noch gut klappte in der ersten Hinserie. Funktionierte jetzt nicht mehr so gut. Dann aber plötzlich die Chance zum Anschluss und sie ergriffen sie beim Schopfe. 62. Minute, Nils Petersen bringt also doch wieder Hoffnung hier ins Spiel. Pentke aus kurzer Distanz dann machtlos. 20 Minuten noch auf der Uhr. Der SC Freiburg plötzlich wieder richtig gut drin. Nils Petersen. Fast der Doppelpack des Mittelstürmers. Diesmal packt Pentke aber eine gute Parade aus, der auch gegen Leverkusen überragend drauf war. Hier zeigt er, dass er eine würdige Vertretung von Oliver Baumann darstellt. Den anschließenden Eckstoß kriegt Hoffenheim nicht so richtig geklärt. Höhler zu Günther Kwon, weitergeleitet zu Jonathan Schmid. 74. Minute, der 2:2 Ausgleichstreffer, den sich dann die Freiburger auch verdienten, weil Hoffenheim nach dem 2:0 das Fußballspiel nahezu komplett einstellte. So holen sie dann noch den Punkt, die Freiburger, der wie gesagt nach den 90 Minuten dann durchaus in Ordnung geht. Der FC Schalke 04 empfing den SC Paderborn als fünfte Samstagnachmittagspartie in der Veltins-Arena. Wunderbarer Sonnenschein. Und so spielte Schalke nun auch. Die ersten 10 Minuten waren abtasten. Dann aber erste Chance, erstes Tor. Amine Harit, 13. Spielminute. 1:0 für den FC Schalke 04. Die Paderborner, die zuletzt 4 Gegentreffer gegen den VfL Wolfsburg kassierten, waren hier schon wieder früh im Hintertreffen. Königsblau machte
gut weiter. McKenny, Otschipka, der hat Mascarell im Auge. Harit Gregoritsch, wunderbare Passstaffette. Nutznießer ist Benito Rahman. Keine 20 Minuten gespielt, der Stand 2:0. Die Hoffnung der Paderborner, hier was mitzunehmen, war erstmal geraubt. Doch plötzlich erwachten sie. Antwi Ajay zieht in den Strafraum ein. Klaus Jasula nach Sperre wieder zurück. Legt dann zurück. Nicht wirklich gefährlich. Nübel hat das Ding. 10 Minuten noch bis zum Seitenwechsel. Nübel faustet das Ding eigentlich gut raus. Antwi Ajay macht es aber nochmal heiß. Abgefälschter Schuss. Uwe Hünemeyer mit dem 2:1. Gregoritsch fällt stehen unglücklich ab. Nübel noch nicht wieder zurück auf die Linie. Gekehrt. Muss sich dem geschlagen geben. Unglückliches Ding und plötzlich wieder Hoffnung für den SC Paderborn. 2:1 nach 45 Spielminuten. Der FC Schalke aber brachte jetzt wieder mehr nach vorn. Und das war auch wichtig. Caligiuri über die rechte Seite. Diese Flanke ist zu einfach getreten. Harit kommt zu leicht zum Kopfball. 49. Minute. Und der 2-Tore-Vorsprung war wieder hergestellt. Konfusion in der Paderborner Defensive. Man sieht es immer wieder. Doch nach vorne war es wieder durchaus ansehnlich. Ben Zulinski, unsere Beni gegen Nübel scheitert eher verzweifelt hier. Das 3:2 hätte nochmal Hoffnung geben können, wobei der Ball auch von alleine vorbeigeht. Dann trudelte das Spiel ein bisschen aus. Schlussviertelstunde angebrochen. McKenny nochmal mit der Flanke. Zingerle und Gregoritsch mit dem vermeintlichen 4:1. Die Jubelstürme wurden dann aber relativ schnell erstickt, denn die Fahne des Assistenten ging hoch. Kenny mit der Flanke. Und dann steht der Gregoritsch im Abseits, der aktiv zum Ball geht. Es sollte nichts mehr ändern. Schalke gewinnt mit 3:1. Ganz souverän. Überzeugende Leistung. Und so schießt man den Tabellenletzten dann aus dem Stadion. Das Topspiel am Samstagabend lautete Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Die Dortmunder in allen drei Rückrundenpartien erzielten sie 5 Treffer. Gegen Leverkusen war es nicht einfach, diesen Schnitt zu halten. Da mussten sie dann früh anfangen. 9. Minute, Marco Reus mit dem ersten Abschluss. Und natürlich geht es hier heute einzig und allein um die 3 Punkte. Sollte der mit einem 1:0-Sieg eingefahren werden, dann ist das Lucien Favre und allen Dortmunder Fans komplett ausreichend. Doch Leverkusen erwies sich als harte Nuss. Lars Bender mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Diaby mit dem Kopfball, doch wir sehen, dass Hummels da noch entscheidend eingreift. Hält den Kopf hin, mit der Stirn wehrt er diesen Ball dann zum Eckstoß ab. Und eben diesen schauen wir uns an. Kai Havertz von der linken Seite, Volland. Bender nochmal rausgelegt, macht es eigentlich ungefährlich. Trotzdem gibt es die Chance, weil Havertz Jonathan Tah am zweiten Pfosten sieht. Leverkusen mittlerweile die tatsächlich bessere und gefährlichere Mannschaft. Der BVB zog sich etwas zurück, vielleicht sogar etwas zu viel. Kai Havertz treibt den Ball hier durch die gegnerische Hälfte, hat das gute Auge für Diaby. Und in der 44. Minute stand es dann 1:0 für Bayer 04. Nicht zu halten für Bürki. Das war mal ein Fingerzeig, so kurz vor dem Seitenwechsel. 45 Minuten Zeit für den BVB, das noch umzukehren. Sinkgraven mit dem Fehlpass, weil Piszczek da gut aufpasst gegen den Torschützen. Hakimi zu Julian Brandt, der legt raus zu Jadon Sancho, der hat da eine gute Idee, sieht da Haaland, der Ball von Jonathan Tah, aber abgewehrt.
Der erste Torschuss in der Bundesliga-Karriere von Haaland, der nicht zum Torerfolg führt. Hier ist er wieder, geht über die rechte Seite, setzt dann ein ziemlich gutes Solo hin. Vernascht dann Sinkgraven, legt zu Hakimi, der bringt die Flanke auf den ersten Pfosten und Julian Brandt, Ex-Leverkusener, macht den Ausgleich. 62. Minute, der BVB wieder komplett zurück im Spiel. Super gemacht, erst Haaland, dann Hakimi und letztendlich Julian Brandt. Witzel hier haut jetzt leicht über den Ball. Das gibt die Möglichkeit für Kai Havertz. Pfosten und nochmal Pfosten. Da müssen die Schwarz-Gelben erstmal durchatmen. Das wäre extrem bitter gewesen, so kurz nach dem Ausgleich wieder den Treffer zu kassieren. Sie kam mit einem blauen Auge davon, doch Leverkusen machte weiter. Nadim Amiri, Havertz, was für ein Schuss. Aber auch was bitte für eine super Parade von Roman Bürki. Ausgeglichene zweite Hälfte jetzt. Schlussphase bricht so langsam an. Wieder Haaland, Julian Brandt zu Marco Reus und der fackelt nicht lange rum. 77. Minute, das 2:1 für die Gäste. Marco Reus haut das Ding unten rechts rein. Super Abschluss mit dem linken Fuß. Und dieser entschied diese Spitzenpartie. Dortmund dreht das Ding nicht unverdient, gewinnen sie hier mit 2:1, wenngleich Leverkusen auch gut ablieferte und sicherlich einen Punkt verdient gehabt hätte. Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln. Derby am Sonntagnachmittag. Brauchte so etwas Zeit, um anzulaufen. Wir sind bereits in der 20. Spielminute. Dann die Geißböcke mit dem ersten Ansatz. Jonas Hector zu Marc Uth. Wunderbarer Ball, der mit dann Jakobs hier zum ersten Anzeichen führt. Doch Zakaria passt auf und klärt den daraus. Von Borussia Mönchengladbach wirklich wenig zu sehen. Das war etwas überraschend. Doch dann machten sie auch mal Bemühungen. Das ist Markus Thüram, der erst nicht durchkommt im zweiten Versuch. Dann aber die beste Gladbacher Möglichkeit rausholen kann. 36. Minute. Borno zieht noch den Arm weg. Horn ist rechtzeitig unten. Schöner Schuss, schöne Parade. Das Highlight des ersten Durchgangs. Sie war aber noch nicht vorbei, die erste Hälfte, denn jetzt wurde es tatsächlich besser. Kopfball von Elvedi. Überragend, wie er da hochsteigt. Dann ein wuchtiger Kopfstoß. Wieder ist es Horn, der hier eingreifen muss. Borussia Mönchengladbach wie erwacht aus dem Schönheitsschlaf. Köln setzte auf Kontersituation. Cordoba, Skiri im Zusammenspiel. Cordoba hat das gute Auge für Skiri. Und der haut einfach mal drauf. 41. Minute. Mittlerweile war es ein richtig ansehnliches Derby, weil es Chancen auf beiden Seiten gab. Jan Sommer muss hier aber nicht eingreifen gegen den Abschluss des Kölner Mittelfeldmanns. Gladbach hatte noch einen auf Lager im ersten Abschnitt. Oskar Wendt auf der linken Seite. Da ist Markus Thüram, Florian Neuhaus. Nochmal Timo Horn, 45. Minute. Das war's dann aber erstmal mit dem ersten Durchgang. Er brauchte, wie gesagt, etwas, um anzulaufen, doch wurde dann durchaus interessant. Mittlerweile ein 0:0 der besseren Sorte. Wir hatten noch 45 Minuten Zeit für einen Treffer. Die Geißböcke aber nach dem 4:0 gegen Freiburg weiterhin mit breiter Brust. Marc Uth zu Jakobs. Marc Uth. Da rutscht ihm der Ball etwas über den Schlappen, sodass der relativ deutlich vorbeigeht. Doch es zeigte, dass die Gisdol-Elf auch heiß ist hier, den Dreier mitzunehmen und sich nicht unbedingt mit dem Remis begnügen würde. Easy Boe über die
Rechte Seite. Schöne Flanke in die Mitte geklärt. Dominik Drexler zurück zu Skiri. Und wieder mal gut. Jan Sommer kann eingreifen. Der Ball hätte gepasst. Dreht sich gefährlich. Doch der Schweizer ist aufmerksam und fischt den raus. Zeigt, was er für gute Reaktionen hat. Die Schlussphase, noch einmal eine Chance für Borussia Mönchengladbach, sollte sich hier der Lucky Punch irgendwie entwickeln können. Tobias Strobel zu Thuram Embolo, bleibt aber in Chichos hängen. Mehr wurde es da nicht. Es blieb beim schiedlich-friedlichen 0:0. Keine Tore, die hätte dieses Derby durchaus verdient gehabt. Am Ende wird Köln wohl etwas besser damit leben können. Am Sonntagabend gab es noch ein zweites Topspiel in der Bundesliga. Der FC Bayern München gegen RB Leipzig. Sie sollten den 21. Spieltag beschließen. Die Bayern in den letzten Wochen überragend drauf. Leipzig etwas wechselhaft in der Leistung. Die erste Chance gehörte aber den Roten Bullen. Langer Ball von Kunku zu Timo Werner. Den nimmt er gut mit. Dann kommt Neuer aber clever raus. Verkürzt so den Abschlusswinkel. Boateng ist auch dabei, irritiert zumindest etwas den Leipziger Stürmer. Die Bayern ließen sich Zeit hier mit dem Fußball spielen, 35 Minuten schon gespielt. Thomas Müller jetzt mal mit etwas mehr Platz. Thomas Müller hat das Auge für Goretzka. Wie aus dem Nichts das 1:0 für den FC Bayern München. Super vorbereitet von Müller, Goretzka im Rückraum dann etwas zu frei. Schleicht sich da den Leipziger Verteidigern aus dem Sichtfeld. Gulaschi aus kurzer Distanz, ohne Chance. Die Bayern eiskalt in bekannter Manier. Jetzt wollten sie aber noch etwas auf die Tube drücken vor dem Seitenwechsel. Müller nochmal mit einer Flanke auf den zweiten Pfosten getreten. Doch etwas zu weit, Mukiele rettet vor Perisic. Mit 0:0 hätte diese Partie vermutlich das verdientere Resultat zur Halbzeit gehabt, aber die Bayern in Person von Goretzka waren im Abschluss eben ziemlich abgezockt. Stunde jetzt gespielt, der FC Bayern München wurde nun deutlich besser. Thiago zu Davis, Perisic auf der linken Außenbahn hat hier nochmal die Übersicht. Davis zieht da Thiago mit ins Spiel mit ein. Nun ja, der Spanier mit dem Abschluss, aber das ist nicht wirklich gefährlich. Es war nicht das Fußballspektakel, das man sich so erhofft hatte. Es fand viel auf taktischem Niveau statt, wo keiner den entscheidenden Fehler machen wollte. Aber Leipzig lag ja hinten und musste jetzt was liefern. Sabitzer mit der Flanke zu Christopher Nkunku, der am ersten Pfosten auch zum Abschluss kommt. Viel fehlte da nicht. Neuer ansonsten wäre vermutlich auch in der gefährdeten Ecke bereitgestanden. Keine 20 Minuten mehr auf der Uhr. Konnte Bayern die Vorentscheidung erzielen? Mukiele mit dem Fehler gegen Perisic. Thiago Müller, abgefälschter Ball über Mecado. Passt da gut auf. Und Gulaschi schmeißt sich auf den Ball. Nachspielzeit lief jetzt bereits. Es war wirklich ein enttäuschendes Spiel. Leipzig konnte nicht mehr, Bayern wollte nicht mehr. Nachspielzeit abgelaufen. Flankenball von der rechten Seite. Kein Problem für Peter Gulaschi. Den fängt er ab, aber konnte nichts mehr im Resultat ändern. Das Spiel ging vorbei. Mit 1:0 gewinnt der FC Bayern München und zieht damit in der Tabelle von Leipzig erstmal auf 4 Punkte davon. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und adios.